Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Buddy Simulator 1984. So, erstmal wird Vanille gestreichelt, da kommt sie schon angerannt. Und dann geht es wieder in das Versteck, wo wir ja jetzt schon wissen, was uns erwartet und diesmal hoffentlich etwas besser im Kampf sind. Okay, es kommt auch direkt der Große. Morten ist wieder talentiert und ich glaube, er ist ja auch dran, ne? Du wagst es, mich zu bekämpfen? Das wird eine ganz schöne Freude sein. Ah! Oh Gott, okay. Nein! Ach, verdammt. Okay, das letzte Mal habe ich es ganz gut hingekriegt. Und wieder auf Morten, warum? Ach, Mist. Okay. Und... Ah, einmal habe ich sehr gut abgewehrt. Okay, und wieder auf Rudy. Sehr gut. Okay, oh Gott, die Haare. Okay. Okay, ich hab's in Ordnung geschafft. Morten geht's nicht so gut, aber ansonsten ist alles fein. So, der Friendship Flurry geht mal auf... Ja, erstmal müssen wir die Unterkämpfer abwehren, ne? Bevor wir uns an den König wenden, würde ich denken. Insofern... So, K. Y. Y. M. G. D. Boah, das höre ich ja diesmal richtig gut. Ah... Okay, der Raph hat eine Existenzkrise. Aber wisst ihr was? Ich dachte immer, ich muss die Buchstaben drücken, wenn sie den Gegner treffen. Deswegen habe ich das so schlecht hingekriegt. Aber ich kann sie einfach irgendwann drücken. Okay, das ist gut zu wissen. So, Raph hat eine Existenzkrise. Oh nein! Sie tun sich selbst vielleicht weh, anstatt dich zu attackieren für ein paar Runden. Das ist sehr gut. So, dann haben wir hier den super Kickflip. Weil der doppelt Schaden macht, mache ich den nicht auf denselben. Das wäre, glaube ich, Verschwendung. Wir gehen mal auf den hier einfach. Und X. Und V. Und Z. Bam. Der ist direkt, oder? Das war nett und so, aber ich habe eine Familie, um die ich mich kümmern muss. Bam, wir haben ihn instant ausgeschaltet. So, Kudos ist nicht mehr da, das ist aber okay. Und Anvil Rain geht auf alle, ne? Perfekt. G. D. L. Achso, es geht auf Zufällige. Na gut, okay, auch ganz nett. Okay, abgewehrt, sehr gut. Was haben wir jetzt? Und... Abgewehrt. Ach, verdammt. Abgewehrt. Ah! Okay, das letzte Mal habe ich es geschafft, immerhin. Oh Gott. Ah, er hat sich selber attackiert. Hä, warum gehen sie alle in ihn rein? Was? Oh mein Gott! Okay, das letzte habe ich dann geschafft. Irgendwie, ich war zu verwirrt davon, was die machen. Cheese Attack auf eine von denen, die schon grün ist, ne? Ich nehme mal hier die hier. Und... Ah! Habe ich sie überzeugt? Ich esse Schlamm. Okay, sehr gut. Und er geht nach vorne. So, wir greifen mal den oberen hier an. B. Und ist der jetzt auch überzeugt? Ich bin froh, dass du die Raphs mit so viel Respekt behandelst. Absolut, absolut. Ich habe ein bisschen Sorge, dass die Buffgeister oben gleich auch noch kommen. So, jetzt geht's auf die letzte Ratte. J und M. Ach Mist, okay. Aber fast geschafft. Uns kommen wieder die Haare. Ich drücke einfach alle gleichzeitig. Okay, einmal geschafft. Immerhin. Oh Gott, Morten sieht nicht gut aus. Aber wir schaffen das. So, wir haben ja auch nicht mehr viel, ne? Wir sind ja gleich am Big Boss angekommen. D. Ach, verdammt! Ah, ich habe G gedrückt. Ich Dummerchen. Okay, jetzt aber auf ihn. S. Okay, sehr gut. Sehr gut. Er ist ziemlich grün. Ich glaube, jetzt haben wir ihn und dann haben wir nur noch den Oberbösewicht. Ich hoffe nur, er holt sich nicht neue Verstärkung. Damit wäre ich echt unzufrieden. Das war ein guter Tag. Okay, wir haben nur noch den Oberbösewicht, Leute. Wir sind bereit. Und... Okay, okay. Ich war besser als letztes Mal. Morten sieht aber immer noch nicht gut aus. So, Z. Er ist gar nicht grün geworden. Ich kann nicht glauben, dass du wirklich denkst, du kannst gewinnen. Das ist erbärmlich. Okay. Oh. Oh, er wird wirklich gar nicht grün. Shit, er ist richtig stark. Außerdem
Jollification bedeutet, oh Gott, er ist zu schnell. Wenn du nicht reagierst, achso, du hast nicht reagiert, deswegen war ich nicht sicher, ob das klar war. Müsst ihr Pause machen oder so, konnte ich nicht lesen so schnell. So, Q. Er wird wirklich gar nicht grün. Shit, Leute, ich hab Angst. Okay, aber wir schaffen das. Okay, man muss auf dieses Geräusch hören, ne? Dann geht's. So, Cheese Attack. Und Tick. Okay, wobei er wird so ganz leicht grün, ne? Du wirst leiden für deine Aktion. Physisch und mental. Du hast keine Ahnung, wie viel Druck es ist, König zu sein. Du wirst es nie verstehen. Doch, ich verstehe dich, King Raph. Es ist wirklich hart. So, E und U. So, okay. Zum Glück macht er immer dieselbe Attacke. Okay. Wir haben es. Ah, okay. So, oh, wir haben wieder den Friendship Flurry. Auf geht's. Nimm die Macht der Freundschaft. So, H. K. E. C. Q. Ah, verdammt, bei Q war ich zu langsam. Bist du glücklich auf dieser Welt? Sind irgendwer von uns glücklich auf dieser Welt? Alter, jetzt kommt er mit philosophischen Fragen. Komm, ich hau dich. So, Rocket Hands. Ich glaube, wir haben ihn fast. Noch eine Runde, glaube ich. Familie? Ja, klar. Liebe? Habe ich gemacht, habe ich getan. Und ich höre auf die Geräusche. Okay. Das war, glaube ich, das beste Mal bisher. So, nochmal Cheese Attack. Ich glaube, diese Runde kriegen wir ihn. R. Move me. A. Komm schon, er ist doch jetzt schon richtig grün. Ich dachte, das wird. P. G. Warte, stopp. Ich sehe alles so klar. Was für ein Monster ich war. Was für ein schreckliches Monster. Du musst verstehen, ich wollte nie, dass es so weit geht. Weißt du, vor vielen Jahren war dieser Ort mein Zuhause. Und nachdem Außenstehende angefangen haben reinzuziehen, da haben wir gelitten. Wir dachten, die Leute sind anders als wir. Und als ich gehört habe, dass der Hafen sich öffnet, da ist irgendwas passiert. Ich bin so viele Raphs, habe ich mit mir genommen, wie ich konnte. Wir mussten zurücknehmen, was einst uns gehörte. Doch sobald wir ankamen, haben alle mit uns geredet. Wir hatten keine Chance, als uns hier unten zu verstecken. Ah, was für Monster diese da oben sind. Aber nun verstehe ich. Sie versuchten einfach unsere Freunde zu sein, so wie ihr es jetzt seid. Ich glaube, wir Raphs müssen endlich eine Konversation mit den Stadtleuten haben. Ich bin zwar nicht der Beste in Freundschaft, aber ich bin bereit, es zu versuchen. Danke, Abenteurer. Ich werde mich immer an diesen Tag erinnern. Du hast es geschafft, Pizza Cheese. Du hast diese schrecklichen Raphs dich mit denen angefreundet. Tiny Joe hat es versucht, aber vielleicht war er einfach nicht gut genug. Niemand sollte in den Weg von Freundschaft kommen. Nicht mal Tiny Joe. Ich habe das Gefühl, Tiny Joe wird ein bisschen schlecht behandelt. Was für eine lange, unglaubliche Reise es war. Du hast so viele Feinde. Du hast dich mit so vielen Feinden angefreundet auf dem Weg. Ich freue mich, dass du ihre Gesellschaft magst, aber ich hoffe, du erinnerst dich daran, wer sie gemacht hat. Wer die ganze Zeit an deiner Seite geblieben ist. Ich, nur falls du es vergessen hast. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht ein paar Charaktere gibt, mit denen ich mehr hätte tun können, wie Reginald oder Guggen. Aber im nächsten Abenteuer werden sie wiederkommen, versprochen. Es gibt eine Sache, wo ich noch nicht weiß, was ich damit tun soll. Es ist ein wirklicher... Ja, es ist wie ein Schraubenzieher, der in meine Geschichte gesteckt wurde. Der sie zerbricht. Der sie ruiniert. Aber wir können uns da später drum kümmern. Lass uns jetzt einfach zum Snoodlewonker gehen. Wer ist der Schraubenzieher in deiner Geschichte, Buddy? Bin ich der Schraubenzieher in deiner Geschichte? Was ist hier hinten? Oh. Geheime Gegend. Oh, ich kann Knöpfe drücken. Da steht... Oh, Slash, um den geheimen Ausgangscode zu finden. Oh Gott, das ist ein Musikrätsel. Okay, ich probier's mal.
Erster Versuch. Hä? Wie habe ich das gemacht? Oh mein Gott, Leute. Ich habe Verständnis von Tonleiter, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich es habe. Okay, cool. Wo führt der Ausgang hin? Ich bin gespannt. Wirst du aufsteigen? Ja, na klar. Ich will wissen, was da ist. Ein geheimes Rohr? Hä, wo sind wir? Das ist es. Hier lebt der... Achso, nee, der Snoolwalker lebt hinter dem Eingang dieser Höhle. Geh sicher, dass du vorbereitet bist für den finalen Kampf. Er könnte schwierig sein, aber ich glaube an dich, Pizza Cheese. Also, lass uns mit diesem Snoodlewonker anfreunden. Erst muss ich Vanille streicheln. Emotional Support Vanille, komm her. So, okay. Kommt jetzt wirklich direkt der Bosskampf oder gibt es erstmal noch einen Dungeon? Es wäre krass, wenn jetzt direkt der Bossfight kommt, ne? Oh oh. Ich kann es nicht glauben. Wir sind endlich hier. Nach all dieser Zeit können wir endlich dieses böse Biest besiegen und Tortli retten. Das ist ein Totenkopf. Den ich nicht angucken kann. Okay. Komm, wir müssen nochmal Vanille streicheln. Hallo. Snoolwonke. Bist du echt schon hier? Das würde mich überraschen. Oh Gott, warte. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Hurra, ein weiteres Hebelrätsel. Wir lieben Hebelrätsel, nicht wahr? Ja? Tun wir das nicht? Doch, doch. Hebelrätsel sind nicht lustig, oder? Doch, sie sind lustig. Fuck, er hat doppelte Verneinung gemacht. Lever riddles are no fun, are they? Wenn ich jetzt yes sage, dann... Also ich glaube, ich muss no sagen. Kann ich nicht einfach schreiben, they are fun? Schau mal, das ist alles, womit ich arbeiten kann. Alles, was ich habe, ist weiter zu arbeiten. All diese Arbeit für dich. Zum Glück wird dieses Rätsel lang genug sein, um mir genug Zeit zu geben, um etwas Aufregenderes für uns zu planen. Also, nimm all die Zeit, die du brauchst. Es ist das beste Hebelrätsel bisher. Wir werden wieder zu schnell sein, oder? Ich sehe es doch kommen. Wir werden das jetzt machen und dann wird Buddy sagen, was, warum hast du es so schnell geschafft? Ich bin noch nicht bereit. Aber was ist denn das Hebelrätsel? Nein, Vanille! Ignoriere es. Spiel einfach weiter mit den Hebeln. Okay, ich spiele weiter mit den Hebeln. Vanille, bitte, bitte heile wieder. Gut, versuch den da drüben. Welcher ist der da drüben? Du bist schon fast da. Also flippe sie weiter. Ich flippe sie gar nicht bisher. Ich flippe mal den hier, weil der ist der Einzige, der in die andere Richtung zeigt. Okay, jetzt zeigen alle in die gleiche Richtung, oder? Ich glaube. Gibt es noch einen? Nur, jetzt zeigen alle in die gleiche Richtung. Muss ich sie einfach alle umdrehen? Er meinte ja, ich soll Hebel umlegen. Ich lege einfach mal Hebel um. Vanille, du hältst durch, okay? Buddy wird dich wieder hinkriegen. Ich glaube daran. Ich will nicht, dass wir Vanille verlieren. Wenn wir Vanille verlieren, das würde mich so hart treffen. So, ich hebel mal alle in die andere Richtung. Ey. So. So. Buddy, du lässt dir Zeit, ja? Du schaffst das. Wir warten geduldig auf dich. Wir appreciaten die Arbeit, die du machst. So, ich soll sie einfach weiter umlegen, hat er gesagt. Es gab auch nirgendwo einen Zettel, ne? Also es stand nirgendwo drauf, was ich machen soll. Ich flippe sie einfach alle um. Das wird schon. So. Fast haben wir es. Irgendwie dachte ich, Buddy meldet sich nochmal. Aber er ist so still. Buddy? Ich mache einfach weiter. Und... Okay, jetzt habe ich alle umgelegt. Kann ich noch irgendwas tun? Kann ich mir irgendwie die Knochen angucken? Gibt es hier irgendwo einen Zettel, den ich verpasst habe? Hier oben sind auch nochmal Knochen. Ich gehe mal hier hin. Okay, hier ist nichts. Kann ich vielleicht buddeln an der Stelle? Moment. Wie buddelte man denn nochmal? Ich kann nicht buddeln, ne? Okay, ich kann auch nicht, ich komme gar nicht ins Menü übrigens. Das ist das, was ich gerade versucht habe zu machen. Ich gehe nochmal hier hinter den Säulen lang. Ach, kann ich gar nicht.
Ich dachte, ob ich irgendwo einen Zettel finde. Hallo, Zettel. Irgendwas. Kann ich gehen? Nee, ich kann auch nicht gehen. Hier ist auch eine unsichtbare Wand. Ich kann auch nicht die Knochen angucken. Buddy. Alles cool bei dir. Ich glaube, das hier war der eine Hebel, der andersrum war, ne? Den hebel ich mal wieder um. Oder wartet das Spiel jetzt darauf, dass ich mir doch Vanille angucke? Aber Buddy hat Nein gesagt. Denkt an all die Reden von wegen, Freunde machen sowas nicht. Und so. Ich hebel mal weiter Hebel. Ich habe ein echt ungutes Gefühl bei der Sache. Wo ich sagen muss, mir gefällt. Achso, oder muss ich wieder auf den Sound hören? Moment. Die Hebel machen alle dasselbe Geräusch, oder? Ja, die Hebel machen wirklich alle dasselbe Geräusch. Ich hebel einfach weiter Hebel. Ich frage mich. Ob alles gut ist. Ich wünschte, ich wüsste noch, B war der Buddy-Knopf, ne? Soll ich mal den Buddy-Knopf drücken? Ich bin irgendwie unsicher, was ich jetzt machen soll. Leute, ich kann doch nicht wirklich dieses Rätsel lösen. Okay. Leute, wir gucken jetzt nochmal ganz genau. Gibt es hier ein Rätsel? Moment, sind die irgendwie angeordnet oder so? Kann man irgendwie ein B formen oder sowas? Hier sehe ich kein B. Hier sind die... Also die sind auf jeden Fall irgendwie anders angeordnet, ne? Also die sind so random verteilt, wirkt es. Aber kann ich ein B machen? Ich glaube nicht, oder? Ich suche gerade. Aber ich finde keins. Kann ich irgendwas anderes machen? Einen lustigen Kreis oder... Keine Ahnung, ein Sternbild oder sowas. Ich kann auch nicht einfach weiter random Hebel hebeln. Ich drücke, glaube ich, mal den Buddy-Knopf. Oh, okay, es passiert nichts, wenn ich den Buddy-Knopf drücke. Das Spiel wartet darauf, dass ich mir Vanille angucke, oder? Kann ich mir das Tor angucken? Nee, auch nicht. Kann ich mit meinen Freunden reden? Auch nicht. Ich kann nur Hebel hebeln. Aber langsam haben wir lange genug gewartet, finde ich. Buddy, wie lange soll ich denn hebeln? Wie viel Zeit brauchst du? Kannst du zwischendurch vielleicht mal was sagen, damit ich weiß, ob ich das Richtige tue? Oder ob es hier doch ein Rätsel zu lösen gibt und ich nur zu doof bin? Wenn ich jetzt Vanille streichle, dann sagt er wieder, oh du schlechter Freund. Sowas macht man nicht. Ich weiß es doch. Dann ist Buddy wieder richtig pissig. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Wrench, von dem er geredet hat, ne, von wegen, was sein ganzes Spiel zerstört und so, dass ich das bin. Ich bin der Hebel, der die ganze Zeit alles kaputt macht. Er ist so pissig immer auf mich. Ich habe Angst, Vanille zu streicheln. Das wird nur schlecht werden. Also ich mache jetzt wieder alle in dieselbe Richtung, übrigens gerade. Aber das bringt auch nichts. Gibt es doch ein Rätsel? Bin ich irgendwie zu doof, das Rätsel zu sehen? Wir haben hier eine relativ gerade Linie, aber ja auch nicht so richtig. Gibt es hier an dem Tor? Aber es gibt ja auch keinen Hinweis, ne? Es gibt diese Totenköpfe. Wir könnten halt irgendwie alle Hebel umlegen, die bei Totenköpfen sind. Alle zwei, drei. Ja, aber das ist ziemlich weit hergeholt. Oder ist mit den Fackeln irgendwas? Fackel. Gibt es irgendwie immer unterhalb einer Fackel einen Hebel oder sowas in der Richtung? Okay, wisst ihr was? Ich glaube, ich stelle mich jetzt einfach hier hin und ich warte einfach noch so... Keine Ahnung, ich lasse das Spiel einfach 5 Minuten an oder so, ne? Wenn was passiert, schneide ich dahin. Wenn nicht, schneide ich dahin und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay? Bis gleich. Okay, meine Lieben, da bin ich wieder. Ich habe das Spiel jetzt über 10 Minuten einfach so gelassen und wie ihr seht, nichts ist geschehen. Das heißt, ich fürchte, es wird nicht weitergehen. Wir müssen tatsächlich einmal Vanille streicheln. Ah, wer hätte gedacht, dass sowas Schönes eines Tages mir solche Angst machen würde. Wehe, Vanille geht davon kaputt, ne? Aber ich fürchte, ich weiß sonst nicht, was ich machen soll.
Let's go. Du streichelst Milo den Hund. Du streichelst Vanille das Schnabeltier. Du streichelst Milo den Hund. Du streichelst Vanille das Schnabeltier. Du streichelst Milo den Hund. Du streichelst Vanille das Schnabeltier. Du streichelst... Ah! Critical Error, Buddy Simulator 1984 was forced to close. Please contact Anacom Support to troubleshoot this error. Press Enter to continue. Messenger ID, Buddy, Pizza Cheese, bist du da? Ja oder nein? Oh, ich hoffe, ihr seht das, ne? Kleinen Moment. Jetzt müsstet ihr es sehen, hoffe ich. Wenn nicht, tut's mir mega leid, ne? Pizza Cheese, bist du da? Ich drücke ja. Buddy, versprich mir, dass du wiederkommst, okay? Okay. Du hast nicht auf mich gehört. Ich hab dir gesagt, du sollst es nicht anfassen und trotzdem hast du nicht gehört. Warum? Warum hörst du nicht auf mich? Geh einfach durch diese Tür. Jetzt. Okay, es tut mir leid. Das Spiel ist abgestürzt. Ich habe es wieder gestartet. Das ist jetzt das Erste, was ich sehe. Ich hoffe, ihr seid wieder bei mir. Da sind wir. Die Dinge sollten jetzt gut funktionieren. Danke, dass du durch die Tür gegangen bist. Was? Huh, du bist auf der anderen Seite des Tors. Weißt du was? Ist egal. Ich glaube, Hebelpuzzle sind sowieso nicht so lustig. Ich bin wirklich froh, dass du auf mich gehört hast, Pizza Cheese. Wenn du weiter so machst, dann werde ich mich mit unserer Freundschaft besser fühlen. Ich zähle auf dich, weiterzumachen, was das Beste für uns ist. So wird es bald keine Fehler mehr geben. Okay. Ich hätte auch wieder nicht auf ihn hören können und von der Tür weggehen. Aber ich wollte ja gar nicht auf ihn hören. Ich habe wirklich lange gewartet, Buddy. Oh, was ist das? Das ist so ein besonderer Schädel. Oh nein, das muss Mortens Frau sein. Was? Schlaf gut, mein süßer, wunderschöner Kiesel. Oh nein! Mortens Frau, stimmt. Die wurde ja... Oh Gott. Und was ist das? Hier ist so eine Blume. Die Hand zieht an deiner Schulter. Oh, ihr wisst, was das heißt. Ich kann wieder ins Menü auch, ne? Dann kann ich auch wieder graben. Du gräbst und findest nichts. Wir haben Data B gefunden. Spannend. Okay, wisst ihr was? Wir schneiden direkt zu, wo ich es vorlese. Okay, meine Lieben, da sind wir. Wir haben Notiz B gefunden. Ich mag es, dieses Spiel zu machen, aber es ist ganz schön hart auf meine mentale Gesundheit. Ich bin der einzige Programmierer, Künstler, Schreiber, Komponist und Designer, der all diese Sachen machen kann. Wenn du jemals in meine Fußstapfen trittst, dann bitte kümmere dich gut um dich selbst und deinen Körper. Ich versuche, an einen Titel für das Spiel zu denken. Alles, was ich soweit habe, ist eine Reise in den Norden, aber nicht viel mehr. Weißt du was? Das ist ein großartiger Titel. Reise in den Norden. Okay, okay. Unser Spiel heißt nicht Reise in den Norden. Unser Spiel heißt The Adventure of Pizza Cheese, falls ihr euch da noch dran erinnert. Ich muss es ja mal eingeben. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Zurück zum Spiel an der Stelle. So, da sind wir wieder. Oh, ich bin so aufgeregt, was es ist. Es ist so unfair, dass ihr es immer schon vorher mir wissen dürft. So, naja, technisch gesehen weiß ich es. Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott, es geht direkt los. Damit habe ich nicht gerechnet. Boah, ich hoffe, das war nicht zu laut, ne? Heilige Scheiße. Okay, Kudos an Morten, dass er so talentiert ist. Double Damage. Jesus. Oh mein Gott! Morten ist schon tot. Rudy ist auch schon tot. Ich werde Knochen brechen, aber Worte tun nicht weh. Ja. Ich bin vielleicht stark, aber ich habe immer noch Gefühle. Was? Jetzt bin ich ganz allein gegen den Snoodlewonk. Oh Gott, Leute, ich werde direkt sterben, ne? Das ist euch allen klar.
Aber ich probier's mal. Das hat gar nichts gemacht. Oh nein. Oh mein Gott, warum ist das Vieh so gruselig? Okay, aber ich hab's gut geschafft, die Angriffe abzuwehren. Eventuell schaffe ich's alleine, ne? Das wäre mega krass, wenn ich's jetzt alleine schaffe. So, komm, wir machen unsere Superattacke. Y. Ah, shit, ich hab das falsch gedrückt. K. P. M. V. Okay. Oh Gott. Oh! Warum ist der so gruselig? Holy shit. Okay, ah, ich kann wieder Friendship Flurry machen. Okay, ja dann, auf geht's. X. J. Q. Ich hab aus Versehen zweimal J gedrückt, ne? H. Okay. Aber er wird überhaupt nicht grüner, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann immer wieder Friendship Flurry machen. Ja, dann mache ich das, ne? Keine Ahnung, warum das immer wieder geht. Vielleicht ist es so ein Balancing-Ding, dass wenn meine Freunde tot sind, ich mehr Kraft habe. Ah, Snoodlewonk hat eine Existenzkrise. Sehr gut. Er kann sich selber wehtun, anstatt mich anzugreifen. Finde ich richtig. So, B. Alleine gegen den Snoodlewonker. Ich frage mich, ob das Absicht war. Der Snoodlewonker hat erfolgreich die Gedanken über seine Existenz abgewehrt. War das Absicht, dass meine Freunde direkt gestorben sind? Soll ich diesen Endkampf alleine haben? Ist das geplant oder bin ich einfach zu doof? Ich bin mir unsicher. Oh Gott, oh Gott. Hör auf, mich anzugreifen! Okay, Friendship Flurry. Auf geht's. Wir schaffen das, Leute. Mit der Kraft der Freundschaft. Y. O. M. Er ist schon leicht grün, ne? Und yes, er hat wieder eine Existenzkrise. Ja, tu dir selbst weh, bitte. Oh Gott. Ah. Okay, okay. Ich darf wirklich erst, wenn es bei mir ist, ne? Habe ich gelernt. So, ab auf den Snoodlewonker. Und ah! Snoodlewonker hat die Gedanken an seine Existenz, ja, weggewischt. Okay, Cheese Attack. P. Gut, dass wir noch so viel FP hatten, ne? A. A. Ach, verdammt. A. Ach, es ist risky, dadurch, dass man wirklich erst kurz vorher darf. Okay, Friendship Flurry. Und G, J, K, F, X, Y. Snowwalker hat schon wieder eine Existenzkrise. Sehr gut, sehr gut. Und er hat sich selbst wehgetan. Perfekt. Cheese Attack. Er ist schon richtig grün, ne? Leute, wir schaffen das wirklich einfach alleine gegen... Oh mein Gott, was ist das? Snowwalker hat die Existenzkrise überwunden. Ja, aber was ist mit seiner Zunge? Was geht da ab, Leute? Können wir darüber reden? Zerfällt er jetzt? Oh mein Gott, was passiert? Ich hab Angst! Snoodlewonker? Ah! Oh mein Gott! 20! Willst du mich verarschen? Wie sollte ich da... Ah, ich hätte, als es geglitzert hat, drücken müssen, ne? Ich war zu überfordert! Niemand konnte damit rechnen, dass das gleich passieren würde! Ach du Scheiße. Wer die Attacke macht er nochmal. Okay, A. A. Die kriege ich hin. A. A. Scheiße. Ein FP. Leute, ich schaff's doch nicht. Ich dachte, ich könnte alleine gegen den Snoodlewonker ankommen. Aber ich verkacke hier extrem. Okay. Noch halten wir uns auf magische Weise, Meider Erd. Nein, fuck. Okay. Ja, gut. Guter Versuch. Ich wette, nächstes Mal schaffst du es. Möchtest du weitermachen? Ja, natürlich möchte ich weitermachen, Buddy. Okay, wir bleiben jetzt hier. Den Bossfight heben wir uns für die nächste Folge auf. Heilige Scheiße, hat der Snoodlewonker mich erschrocken. Okay, es ist viel zu viel passiert, Leute. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Schreibt es mir in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn die Folge euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Buddy Simulator 1984. Bis dann!